Ein ganz herzliches Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Time for Bricks. Und zwar heute mit einem etwas anderen Video. Und zwar werde ich heute auf eure Kommentare zu meinem letzten Video eingehen. Ist vielleicht ein Format, was ich mal ein bisschen öfter machen möchte. Jetzt sind halt die ersten richtigen konstruktiven Kommentare reinkommen. Und zwar zwei an der Zahl. Ich nehme dieses Video hier gerade tatsächlich auf, nachdem ich schon auf die Kommentare eingegangen bin, denn eigentlich sollte dieser Teil einer Reaction sein, die ihr dann vermutlich morgen bekommt oder übermorgen, je nachdem. Und ja, aber ist jetzt ein bisschen lang geworden, deswegen dachte ich, mache es jetzt einfach als eigenes Video. Also wenn gleich irgendein Schnitt kommt, der sich irgendwie komisch anfühlt, ja, ich habe das Video eben schon aufgezeichnet, und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein mit den beiden Kommentaren und mit den Top-Kommentaren und den einzigen. Let's go! Die zwei einzigen Kommentare, die da gewesen sind. Will ich kurz darauf eingehen. Erstmal von Die Galaxy. Einige coole Sachen, aber auch etwas langweilige, diesen Star Wars nochmal dabei. Ich bin eh für Mox. Ja, definitiv einige coole Sachen dabei, aber auch etwas langweilige. Stimmt, genau. Ich habe es ja auch am Ende des Videos gesagt. Die cooleren Sachen finde ich eher in der oberen Preis-Range, also vor allem den AT-AT und die Razorcrest eben, und in der unteren Preis-Range 30 und 40 Euro. Ohne halt den Anakin's Jedi Interceptor, weil, ja. Naja. Ja, also definitiv einige coole Sachen, aber auch etwas langweilige dabei. Ich bin eh für Mox. Ja, Mox finde ich generell was sehr, sehr Cooles. Das Ding ist bloß, ich kann überhaupt nicht bauen. Wirklich, ich kann gar nicht bauen. Ich glaube, es würde mir vielleicht sogar Spaß machen, aber ich bin sau untalentiert. Also ich kann gar nicht bauen. Also so viel dazu, aber Mox sind auf jeden Fall sehr schön. Und dann ein sehr langer Kommentar von The Lego Boy. Die Kampfdroiden in dem AT-AT-Set sind tatsächlich akkurat. Wenn man sich mal die erste Clone Wars-Folge von Staffel 1 ansieht, dann kann man sehen, dass in dem AT-AT auch so ein grüner Kampfdroid ist. Ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt, und das stimmt tatsächlich. Es gibt nämlich keine Kashyyyk-Kampfdroiden. Das wusste ich tatsächlich. Ich habe mir das irgendwie einfach nur angewöhnt, den Lego-Begriff dazu benutzen. Er sagt es ja auch. Diesen Begriff hat sich Lego ausgedacht. Das sind AAT-Piloten. Die Kampfdroiden, die auf Kashyyyk genutzt wurden, waren ganz normale. Das stimmt natürlich. Deshalb macht es Sinn, dass hier im AAT diese grünen enthalten sind. Erstmal danke für die Info. Und natürlich an beide danke für den Kommentar. Dass es keinen Cody, sondern einen Airborne Trooper gibt, finde ich schade. Ja. Das stimmt auch. Die Figur sieht natürlich gut aus, korrekt. Aber Cody gab es schon seit fast 10 Jahren nicht mehr als Minifigur. Das stimmt, zuletzt halt 2011 in dem Geonosian Starfighter. Und da auch ohne Beinbedruckung. Also es gibt keinen einzigen Cody mit Beinbedruckung, will ich mal ganz kurz gesagt haben. Und was will ich mit nur einem Airborne Trooper? Das fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Also wenn der nicht in mehreren Sets kommen wird, dann wäre das einfach ein verschwendeter Platz. Und das ist nämlich einfach richtig. Er passt ja nicht mal zu dem alten von 2014. Das ist auch richtig. Natürlich, der Unterschied ist nicht so groß. Der Helm sieht, glaube ich, genau gleich aus. Aber vom Torso eben und vom Beinprinzip ist es doch ein bisschen anders aus. Also kann man das ja nicht mal mischen. Ja, vielleicht, aber natürlich ist es schöner, immer gleich zu sammeln. Deswegen sehe ich das auch generell kritisch, dass da ständig Klone geupdatet werden. Ich finde die neuen 501st Trooper aus dem 501st Legion Set cool, aber ich hätte mir eigentlich lieber gewünscht, dass man die ganz normalen bekommt. Die von 2013, weil die sahen richtig cool aus. Die neuen sehen auch cool aus, aber dann, ja, könnte man die eben besser zusammenstellen. So sieht es halt jetzt dann ein bisschen komisch aus. Und vor allem auch bei den Stormtroopern, dass jetzt 2019 wieder neue Stormtrooper gekommen sind, hat mich ein bisschen geärgert, weil die von 2014, die sehen schon richtig, richtig gut aus. Oder sahen gut aus, gibt es jetzt leider nicht mehr. Hoffentlich kommt von denen nächstes Jahr noch ein Battle Pack oder sowas, sonst wäre das nämlich noch frustrierender. Stimme ich zu, also definitiv müssten davon dann mehr kommen. Aber was ich wichtiger finde, wovon erstmal mehr kommen würde, sind meiner Meinung nach, könnt ihr natürlich anders sehen, die Ahsoka Trooper, also die 332. Trooper, weil die halt jetzt gerade in Clone Wars, und davon, das wäre für mich noch viel frustrierender, wenn davon nur ein einziger in dem AAT vorkommen würde. Also von dem würde ich mir auf alle Fälle noch ein Battlepack ein bisschen mehr. Ich bin von dem weißen General Grievous tatsächlich kein großer Fan. Okay, ich finde ihn gut. Ich mochte den Tan-Farbenen lieber. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, aber ist, glaube ich, einfach Geschmackssache. Er sieht in Clone Wars oder Episode 3 ja auch nicht komplett weiß, sondern etwas dreckig und tan aus. Dreckig? Ja, tan bin ich mir tatsächlich gerade gar nicht sicher. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das hat einfach besser gepasst. Zum Glück habe ich aber beide Versionen.
Ich habe tatsächlich nur die weiße. Einmal aus der Malevolence und aus General Grievous Combat Speeder. Ich denke, dass das Set im Angebot mal für 60 bis 65 Euro erhältlich sein wird. Für diesen Preis finde ich es gar nicht so schlecht. Es enthält ja trotzdem eine exklusive Minifigur und einige größere Teile. Trotzdem hinterlässt dieses Set einen bitteren Nachgeschmack. Bitterer Beigeschmack auf jeden Fall. Es enthält eine exklusive Figur. Das muss ja dann der Airborne Trooper sein, weil ich glaube, der Obi-Wan ist genau der gleiche wie in dem Duel um Mustafa und General Grievous sieht auch aus wie der gleiche. Aber ja, und den Airborne Trooper finde ich ja wie gesagt nicht mal cool, dass der exklusiv ist, sondern ich hätte, finde, der hätte genauso bleiben können wie 2014. 60 bis 65 Euro, gut, gar nicht so schlecht. Das ist halt das Ding. Bei Preisen kommt es immer drauf an, was für dich selber ein guter Preis ist. Also du kannst nicht sagen, das ist ein guter Preis, das ist ein schlechter Preis. Also klar, ab einer bestimmten Riege schon. Aber grundsätzlich ist es immer das wert, was es für dich selber wert ist. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, darüber zu reden, ob es dann gar nicht so schlecht ist. Wenn es für dich nicht so schlecht ist, dann kauf sehr gerne. Ich glaube tatsächlich, dass ich es mir auch kaufen werde, weil ich die Obi-Wan-Minifigur sehr, sehr cool finde und ich mir das Duel of Mustafa nicht gekauft habe und auch nicht kaufen werde, weil ich es nicht cool fand. Und ich General Grievous Starfighter halt nicht habe. Und ja, finde ich gar nicht so schlecht. Eben wie gesagt, kann für dich nicht so schlecht sein, aber du musst es natürlich vergleichen mit dem, was du in der Lego-Welt so hast. Und in dem Vergleich ist es natürlich richtig, richtig schlecht. Das muss man halt einfach in dem Kontext sehen. Über das Death Star Final Duel Set war ich richtig geschockt. Ja, ich auch. Mir ist da tatsächlich die Kinnlade runtergeklappt. Ich freue mich sehr auf dieses Set. Ich wollte die 2015-Version damals unbedingt haben, aber ich war noch relativ jung und hatte kein Geld, also war das nicht möglich. Aber jetzt habe ich Geld und das wird für mich ein Pflichtkauf. Ich liebe diese Szene aus Episode 6. Das ist eine meiner besten, einer der besten Lichtschwertkämpfe aus der gesamten Saga. Und das Set sieht richtig gut aus. Und trotzdem hat es ein paar Veränderungen zu der Version von 2015, aber trotzdem nicht so viele, damit Besitzer der alten Version hier zuschlagen. Das ist eine Sache, aber dieses Set ist auch nicht für solche Leute gemacht. Es ist für Leute, die die alte Version verpasst hatten. Und es ist ein klassisches Set zu einer klassischen Szene. Solche Basics sollten immer am Markt sein, genauso wie ein X-Wing, AT-AT oder TIE Fighter. Das kennt jeder und damit holt man Neukunden nicht mit irgendwas zu den Prequels, Sequels oder Clone Wars. Ich gehe es mal der Reihe nach durch. Ja, okay, du hast es verpasst. Dazu möchte ich eine Sache anmerken, und zwar, dass eben das Set auf dem Zweitmarkt, also auf Plattformen wie eBay, Bricklink oder sonstiges nicht so teuer ist. Oder nicht so viel teurer geworden. Es gibt Sets, die sind viel, viel, viel teurer geworden. Beispiel, was auch ja, relativ gut dazu passt, das Duell in Palpatines im Kanzlerbüro von 2011 ist mittlerweile richtig, richtig, richtig teuer. Und ich finde, da muss man es einfach in dem Kontext sehen, dass es einfach Sets gibt, die am Zweitmarkt viel, viel, viel teurer sind. Und das Set halt nicht ganz so stark gestiegen ist. Und ich finde dazu, da sollte man dann erstmal solche Sets machen. Wenn wir auf Clone Wars schauen, V19 Torrent oder Republic Attack Shuttle gab es seit über 10 Jahren nicht mehr. Und die sind auch richtig, richtig, richtig teuer, glaube ich, im prozentualen Bereich noch deutlich höher gestiegen als jetzt Death Star Final Duel. Deswegen finde ich das ehrlich gesagt, fände ich das einfach besser, wenn man das zuerst mal machen würde. Das ist einer der besten Lichtschwertkämpfe aus der gesamten Saga, sehe ich auf alle Fälle auch so. Episode 6 sowieso richtig, richtig cool. Und das Set sieht richtig gut aus, das auf alle Fälle. Auch wie gesagt, ich habe es im Video ein bisschen gesagt, aber vielleicht nicht so, konnte es nicht so rüberbringen. Das Set ist natürlich gut. Das Set ist natürlich sehr gut. Fünf Figuren im 100 Euro sind okay, aber grundsätzlich vom Bild sieht es natürlich super aus. Aber trotzdem, bla bla bla. Genau, eben Besitzer der alten Version können hier nicht zuschlagen. Aber dieses Set ist auch nicht für Leute gemacht. Bla bla bla. Genau. Solche Basics sollten immer am Markt sein, genauso wie ein X-Wing, AT-AT oder TIE Fighter. Finde ich richtig, dass du sagst, solche Basics sollten immer am Markt sein, aber ich finde, X-Wing, AT-AT oder TIE Fighter ist da kein passender Vergleich. Weil TIE Fighter, AT-ATs oder X-Wings kannst du immer unendlich viele haben, theoretisch. Das ist was, wovon du nie zu viel haben kannst. Du kannst nie zu viele X-Wings, zu viele AT-ATs oder TIE Fighter haben. Diesen Thronraum von Palpatine gibt es nur einmal. Sprich, davon kannst du nicht mehr haben. Deswegen finde ich das hier nicht so einen passenden Vergleich.
Das kennt jeder und damit holt man Neukunden nicht mit irgendwas zu den Prequels, Sequels oder Clone Wars. Sehe ich anders. Bei mir damals als Kind, wie gesagt, ich habe es schon mal in einem der früheren Videos gesagt, ich habe als frühes Kind tatsächlich nicht so viel mit Lego Star Wars gemacht, sondern eher dann ein bisschen später, was ja relativ ungewöhnlich ist. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Bei mir waren es nämlich tatsächlich die Prequels. Bei mir war es Clone Wars. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was du als Kind vorgesetzt bekommst. Es kommt immer darauf an, was dir deine Eltern oder sonstige Leute, bei denen du abhängst, zeigen. Wenn du Clone Wars guckst und dann sagst, Clone Wars ist cool, dann willst du davon natürlich auch eher die Sets haben. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich die Originalfilme wirklich erst sehr, sehr spät, irgendwie mit 12 oder so gesehen habe. Episode 4 ein bisschen später, aber Episode 5 und 6 dann, glaube ich, ein bisschen später. Episode 4 ein bisschen früher. Und ja, deswegen haben mich die Originalsets nicht so interessiert. Also, das finde ich, kann man so pauschal nicht sagen, dass man mit Prequels, Sequels oder Clone Wars keine Neukunden holt. Es wird bestimmt auch in ein paar Jahren Leute geben, die in ihrer Kindheit oder als Kinder zuerst die Sequels gesehen haben und davon dann erst auch zuerst die Sets haben wollen und dadurch dann zu Lego kommen. Also das kann man, finde ich, nicht so pauschal sagen. Aber ja, ich fand es sehr interessant, das mir nochmal hier zwei Meinungen durchzulesen. Und auf alle Fälle an beide danke für die Kommentare. Und ihr könnt mir natürlich auch jetzt nochmal eure Meinung dazu schreiben, was ich jetzt gesagt habe und natürlich auch alle anderen. Aber ja. Ich habe jetzt viel zu lange geredet, mal wieder. Also ich wollte nur noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil ich es sehr interessant fand und ich finde, dass die Kommentare, ich meine, ich habe jetzt 5 Abonnenten. Ach so, ja, danke für den Support übrigens. 2 neue Abonnenten. Vielen, vielen Dank und natürlich gilt, wenn ihr den Channel supporten wollt, dann lasst natürlich auch ein Abo da. Also ja, danke an die und ich finde eben, wenn man so wenige Abos hat, dann kann man auch mal ruhig auf die Kommentare ein bisschen ausführlicher eingehen. Das waren dann also die beiden Kommentare. War, wie gesagt, diesmal ein bisschen anderes Video, aber vielleicht hat es euch ja gefallen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten lasst natürlich ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, checkt auch gerne noch die letzten Reactions ab. Meine Reaction natürlich zu den neuen Lego Star Wars Sommer 2020 Set oder zu meinem neuen und ersten Lego Haul auf diesem Kanal. Und ansonsten wünsche ich natürlich noch einen ganz angenehmen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, It's time for Bricks. Ciao.